So, willkommen zurück. Ich habe mir die Koordinaten jetzt kurz gemerkt. Wir müssen ungefähr so in diese Richtung, bisschen mehr in diese Richtung, also so ein bisschen schräg hier. Für das Mesa-Biom vom letzten Part hier möchte ich ja zeigen. Es ist leider noch ein bisschen weiter weg. Ja, okay, nicht mehr so weit weg. Aber eben, ich brauche noch mehr Lehm und so, und da möchte ich euch gerne mitnehmen. Ja. Und nicht lecken, bitte. Dort sind immer so die Luftblasen. Ich weiß nicht wieso, ob es irgendein Generierungsfehler ist oder so etwas. Okay, ich muss ein bisschen mehr in diese Richtung. Aber ich denke einfach hier der Bucht nach. Hier ist eine Savanne, okay. Sind immer diese Berge in der Savanne so als irgendwie ich sag mal, den Tafelberge wahrscheinlich sind es nachempfunden. Ja. Die Tafelberge von Kapstadt in Südafrika. Schön so schippern. I come back. Und genau. Nächstes Schiffchen. Okay. Minimap möchte ich gerne auch installieren, ab dann kann ich Optifine nicht installieren. Weil, oder ich muss Forge 1.8 installieren, da kann ich nicht mehr Pixelmon spielen. Ach, mir nervt das einfach. Es ist so. Ja, es ist halt einfach ein bisschen blöd gemacht. Mit den neuen Profilen und so. Dort sind auch wieder Luftblasen, okay. Noch ein Tempel. Die anderen auf dem Server wollen unbedingt so ein Tempel finden. Und ich verliere das Boot wieder wegen ja, falschen Koordinaten von den Viechern. Ich meine einfach, die anderen suchen die ganze Zeit Tempel und Tempel und Tempel und finden keinen. Und ich finde die ganze Zeit, aber brauche sie nicht. Das ist unfair. Ja, ich habe die meisten Koordinaten sowieso aufgeschrieben und ihnen gegeben. Und Jay war, glaube ich, auch schon sehr froh darüber, dass ich ihm gegeben habe und sie plündern konnte. Ja, ohne gute Ausrüstung würde ich da nicht reingehen oder es geht einfach zu lange und ist dann langweilig wie ein Rotz. Und die Sachen vom Wassertempel werden wahrscheinlich zu oft dann einfach gestohlen oder sonst irgendwas. Ach, wegen dem Hunger wollte ich nicht rennen. Bringst das was? Ich glaube, da hinten ist sowieso das Mesa-Biom. Ja. Das Mesa-Biom muss jetzt hier am Strand sein. Ja, hier ist es, seht ihr. Also, ich liebe, schaut euch mal diese Form an, also die Farben vor allem rot, orange, weiß, grau, weiß, grau, braun, weiß, grau, weiß, grau, orange, oben ist noch gelb. Soll ich die gelben nehmen? Ich gehe auf diesen Berg und nehme die gelben. Also dort seht ihr, wie ich die weißen und die schwarzen abgebaut habe. Auf der anderen Seite dieses Berges habe ich das Rote abgebaut. Ja, leider geht es langsam kaputt, aber es verschwindet sowieso dann bald und vielleicht findet man so ein Biom nie mehr, weil es eben sehr zufällig ist.
möchte gerne die Gelben haben. Die Gelben haben. Wo sind die Gelben? Ich möchte die Gelben haben. Orange ist auch schön. Aber ich möchte die Gelbe haben. Die Gelbe haben. So. Bohre ich mich mal hier durch. Mit meiner super Spitzhacke. Die noch nicht ganz OP ist, aber schon super ist. Oh, hier ist sogar noch blau. Hellgrau. Ist der jetzt runtergefahren? Scheinbar nicht. Okay, freut mich. Ja, wir müssen ein bisschen verstehen, er ist noch relativ jung. Und ihn zu nerven oder so bringt es überhaupt nicht. Und das ist sehr unfair gegenüber. Ja, also, was machst denn du so blöd? Okay. Geschieht dir recht. Dafür geht's mir gut. Bisschen sticheln. Nein, er ist ein guter Kollege. Also ist nicht unbedingt eine Nervenzelle. Ja, sehr schön. Wie viel Platz habe ich noch? Also ich werde jetzt mal kurz Pfeile weg und Fäden wegwerfen. Weißer Ton, brauner Ton, weißer Ton, gebrannter Ton weglegen. Hellgrau lasse ich mal. Und nehme noch mehr Gelbe mit, weil Gelb ist einfach so schön. Es gibt keinen anderen Block, der recht so gelb ist, außer eben die Wolle. Aber die Wolle ist halt relativ out. Das kann man beim Pixelmon Let's Play verwenden, aber nicht hier. Sieht da auf einem Rollenspiel selber nicht so genug schön aus. Ja. Ja, Pixelmon Let's Play ist es eben Singleplay und da mache ich dann mehr für die Zuschauer und so. Dürfen mehr wählen und es ist natürlich nicht alles Pixelmon. Also wer jetzt Pokémon nicht mag, dann muss es, also der kann auch etwas anderes davon schauen. Zum Beispiel ich Häuser baue oder so. Und oder wie ich Sachen entdecke. Ist leider noch nicht so beliebt, weil Pixelmon hat schon sehr viel Let's Played wurde. Aber das macht mir nichts aus. Also irgendwann kommen bei mir auch die Aufrufe. So, jetzt ist da ein fliegender Berg. Mehr will ich nicht abbauen, sonst wird noch meine Spitzhacke kaputt gehen. So, ich will in Herunde steigen, wenn ich kann. Und schauen, was dort ist. Was haben sie geschafft? Aha. Genau, wegen hier. Dass es runtergefahren ist und dass ich dann hier wieder rausbuddeln kann. Ich gehe jetzt mal in diese Richtung raus, weil ich auf die andere Seite noch will, kurz um anzuschauen, was da noch ist. So. Ja. Wegklicken. So, meine Katze. Geh hoch, Luna. Geh hoch und schrei dort. Ja, bist du eine Arme, kannst ja nicht hinten raus. Muss immer vorne rausgehen. So, aha. Es wird es doch Nacht. Es wird es wieder Tag.
Ja, es wird Nacht gut. Es wird schlecht. Schlecht. Es wird wieder Tag. Also ich muss jetzt dann irgendwie wieder zurückkommen. Das wird ein langer Weg sein. Ja, Luna. Hier ist eine Sonnenblumenebene. Als ich das erste Mal diese Sonnenblumenebene gesehen habe, ja, das ist jetzt schon ein halbes Jahr her und so, hatte ich ja mich gefragt, ob es einfach eine Blumenebene ist in Sonnenblumenform und so. Und dann habe ich nachgeschaut, ja, die haben wirklich im neuen Patch damals die Sonnenblumenebene und so. Zum Beispiel Eisbike-Biomes haben sie auch eingebaut damals. Ja, hübsch. Was ist denn mit dem los gewesen? Der hat mich plötzlich angegriffen. Ich habe nicht mal angeschaut. Wow. Ich schau DLA nicht, tut mir leid. Haben durch mich geschossen. Also, ja, hier gibt es so viel noch. Sand habe ich schon mitgenommen das letzte Mal. Ich weiß ja nicht, ich bin nicht so Delay-Fan. Was ihm natürlich Spaß macht, kein Problem. Für andere vielleicht macht es auch Spaß. Aber eben für mich nicht so, weil ich nicht so der Typ bin, der immer sticht. Also so, immer ganze Zeit irgendwie komisch redet. Es gibt nur seinen normalen. Aber er ist wahrscheinlich gar nicht, der veröffentlicht hat. Der hat das nicht veröffentlicht. Denke ich. Ja. Seht. Also andere hat das Gleiche gedacht. Wow, schaut euch mal die weißen Linien an. Oder hier sogar drei weiße Linien. Ein cooles Mesa-Biom. Ein wunderschönes. Ja, ich möchte jetzt noch ein bisschen in diese Richtung und dann möchte ich wieder Richtung Spawn. Ich muss kurz schauen. Da geht es runter. Und da geht es dann runter. Okay. Nein, lieber nicht in die Nähe des die Schlucht. Wieso habe ich so viel Hunger? Was ist jetzt wieder los mit dem Server? Da ist die Schlucht geht durch den Berg, okay. So, noch ein bisschen in diese Richtung. Weil ich hier noch nicht war. Soll ich Schafe töten? Nee. Aber eben, wenn ich wenige Sticks habe, dann muss ich ja irgendwas umwechseln. Okay, Savanne ist nicht so viel los. Gehe ich hier an der Wüste entlang, so dass ich optimal sehe, was so in der Wüste noch ist. Da ist noch etwas. Noch ein Dorf. Cool. Also, mal schauen. Auch keine Schmiede, okay. Egal. Es ist nicht das Haus mit den Bücherregalen. Weil ich momentan am Bücherverzauber bin, brauche ich Bücher. Ich will sie nicht selber herstellen, weil ich nicht so viel Zucker anpflanzen kann. Und nicht so viel Kühe sammeln kann. Weil es ergibt ein Maximum. Ist ein bisschen sehr schade. Ja, jetzt
jetzt gehe ich da wieder Richtung Spawn. Da ist ein Loch ab, das scheint nicht ein Spawner zu sein, nein. Wo sind die Spawner hin? Wieso gibt's keine Spawner? Wurden die entfernt? Wieso wurden die entfernt? Da, da sind Spawner. Und der Black Creep. Ah, das ist Lava. Jetzt dachte ich schon, da war jemand. Nicht in die Lava hüpfen, das tut nicht gut. Ich hab noch keine Fire Resistance. Ja, da war ich schon. Schade. Ich bin überall gewesen. Weg da, weg da. Meine Hüssi geht sonst kaputt. Sie ist schon hart am Limit. Okay, die Schuhe werden bald kaputt. Nochmal schauen, also diese Richtung, sagen wir in diese Richtung. Aber ich gehe jetzt mal hier links entlang, weil ich das sicher nicht war. Wieso geben Monster eigentlich keine gute Nahrung? Zum Beispiel Spinnen, Spinneneier oder so. Lecker! Nein, irgendwelche Monster. Tintenfische könnten auch gut Nahrung bringen. Tintenfischfleisch. Meeresfrüchte. Mmh. Ich geht dich kurz gleich. Das sind Schweine, aber Schweine möchte ich jetzt nicht unbedingt töten müssen. Da habe ich so viel Schweinefleisch schon. Wegen der Kneipe. Mehr Lebensmittelladen. Okay, hier hat es wieder eine Wüste. Aber ich sollte jetzt bald nach rechts gehen. Ich mache ja dann hier in der Wüste einen Bogen. Hier drüben ist nichts. Schade, nicht eine richtige Ebene. Boah, Spacken. Eine heiße Quelle dort. jeden Tag Dschungelsetzling wollten die. Ich habe schon so viel gegeben. Pflanzen Sie mal bitte an. Das Ding. Sandstein. Also muss ich wahrscheinlich bald, ja, in diese Richtung. Okay, schade, ist nichts hier. Und hier ist es auch wieder zu nah am Spawn. Wahrscheinlich wurde hier alles durchsucht. Oh. Hier ist wieder ein Tempel, da war ich eben auch schon. Der ist nach hinten. Ist das der erste, den wir gesehen haben? Let's play. Im vorherigen Part. Bin mal gespannt, ob ich da war. Ja, ich war schon hier. Und wahrscheinlich auch erst gekämpft wegen der Erfahrung. Ja, ja. Mal ein paar Sachen wegwerfen. So. Also in dieser Richtung. Also im nächsten Part mache ich wieder aufregende. Vielleicht ein bisschen Rollenspiel oder so.
Aber ich habe leider niemand mehr fürs Rollenspiel. Okay, Lucari vielleicht und Jake Ray. So. Ja. Ich muss zu Hause dann wieder ein bisschen Fleisch vorbereiten, bevor wir dann wieder auf Reisen gehen in der nächsten Farm wird, aber da werde ich ja wahrscheinlich das nicht zeigen. Aber wenn es mir gerade geht, dann kann ich dann immer wieder zwischenschneiden, also kurz aufnehmen, wenn irgendwas Interessantes kommt und dann wieder aufhören und dann wieder anfangen. Jetzt wieder das Spannende wird und so weiter. So, mal schauen, also bald sind wir am Spawn. Wieso hat hier eine Obsidian hingetan? Ah, der hat wahrscheinlich den Lavafluss gestoppt, okay. Mit deiner Wolle. deiner Wolle. Da ist das Dorf. Da müsste man... Ja, ich gehe hier rechts lang. Ich müsste eigentlich links ran, rum oder hier drüber. Aber das ist nicht so mein... Wenn man so bergsteigen muss. Hier ist noch normales Lehm. Ja, soll ich sagen flüssig oder soll ich sagen nicht flüssig? Eigentlich geht es ja flüssig. Aber sag jetzt mal nichts. Also schreib nichts. Weil ich am Let's Play bin. Bei meinem Haus ruckelt es wohl. Oh, es tut zu viel Maschinen im Keller. Das ist verrückt. Wow, sehr viel Weizen. So. Nach Hause. Was hat die Polizei für Rechte? Aha, in Häuser reinschauen. So, okay. Von mir aus. Ja, wie gesagt, ich bin nicht so ein Fan von der Polizei. Tut mir leid für die Angehörigen und so. Aber auf einem Server mit Rollenspiel, Mittelalter und so gehört einfach keine Polizei. Das kann man machen, was man will. Wenn alle aufnehmen würden, würde sowieso eigentlich fast nie das passieren. Außer sie machen es eben. Scherzhaft. Ich bin ja gerne das Opfer, aber wenn es dann wirklich so schlimm wird, dass bei mir gegrieft wird mit Flyhack und so Sachen, dann hört es auf. Da fliegt Sand oder ist das Sandstein? Nein, da fliegt wirklich Sand. Okay. So generiert wird. Von hier aus. Das war's, okay. So. Jetzt muss dann der rote Strahl sichtbar sein. Strahl. Ja, und das muss wieder violett geschrieben werden. Oh, hier sind Kühe. Das ist sehr gut.
Ich bin, glaube ich, noch nicht ganz beim Portal. Da muss ich noch ein bisschen auf eine andere Richtung. Ich schaue nochmals auf die Koordinaten, ist sicherer. Sonst wehre ich mich wieder. Ja, das muss in diese Richtung, glaube ich. Oder in diese? Ne, in diese. Nein, doch in diese. Hä? Bin ich vorbei? In diese Richtung. Weil es ja Minus ist. Ich vergesse immer, bei Minus muss ich ja ins Plus, also ins Negative gehen, bis ich im Plus bin. Und das habe ich noch nicht so drauf, weil ich einfach ein bisschen schusselig bin bei den Koordinatenlisten. Aber nur dort. Nur dort. Noch mehr Kühe. Haha. Ich mag das nicht, dass ich die so wegschleide. Ich will doch nur die XP einsammeln. Da noch kurz zwei töten. Und die anderen sind auf dem Baum oder was? Ja, egal. Also gehen wir zurück. Ja, ist egal. So, hier ans Wasser. Ist da nicht meine Höhle? Noch in diese Richtung, diese Richtung. Ja, aber dann geht es wieder ins Negative. Dann in diese Richtung. Irgendwann finde ich es. Irgendwann finde ich es. Ich bin der beste Koordinatenleser. Wie mich das nervt, wie mich das nervt. Wie mich das nervt. Aber dann gehe ich ja weiter weg vom... Yeah, yeah. Okay, es kommt Neues. Okay. Okay. Bald bin ich zu Hause, bald bin ich zu Hause. Komm schon, es muss hier sein. Ja, das ist ja die Ding, wo wir gehen. Ich bin nur auf einer Seite falsch gegangen. Ich dachte, es ist dort drüber. Aber ich habe ja gesagt, dass ich falsch gelesen habe im Minus. Und da muss ich ja wieder ins Plus kommen. Und dann bin ich mit dieser Richtung in die falsche Richtung gegangen. Okay, hier muss der Spawn sein. Und ich habe keinen... Hier ist er, jetzt kommt er plötzlich hoch. Also. Ja, ich denke, der Part ist wieder genug lang. Ich muss jetzt mal kurz nach Hause. Ja, das Ausland muss ich ja nicht zeigen. Und dann geht's ab nächsten Folge wieder ans Bauen. Ich hole noch, bis die Reset ist, noch ein bisschen von diesem Dunkelholz. Aber dafür muss ich dann das Inventar nochmals leeren. Es leckt bei mir nicht, oder? Nur ein bisschen im ersten, also im vorigen Part. Naja, egal. Also, Dankeschön fürs Schauen. Tschüss, Leute.